Selber Aufbau bei Dragons. Nochmal extrem langsamer Aufbau Richtung A. Warten da die Action pusht. Sie diesmal in der Action. Da ist er durch. Hinten. Schauen, was er machen kann. Ah, er deckt T ab. Sehr schön. Gar keine Waffe verloren. Sehr souverän. 11-7. Am Top-Spawn zur Action mal schon aber einen wegholt. Hat der eine AWP? Ja. Okay. BT hat auch eine AWP. Ja, ich denke, er geht direkt Action hoch und zielt oder läuft hin. Ja, verschießt leider. Sie ziehen sich direkt zurück. BT AWP Mitte jetzt. Sie bauen, glaube ich, komplett B, oder? Sieht komisch aus am Radar. Bombe ist jetzt Mitte. Springen Döner weg. Oh, die Bombe ist Mitte unten. Schöner Frag. Bombe down. Hier steht auch. Also, es war gerade komisch, dass die Bombe da allein hochrennt und der Rest kurz ist. Sehr seltsam, was sie da gemacht haben. Aber vielleicht die kommt da auch nicht kurz durch. Pickt jetzt die Arbe. Ist jetzt zwar am B raus. Ne, noch nicht. Seele hat er gleich Kontakt. Auch noch ein anderer CT da. Keine Chance mehr. Für Klü. Oh, am Fußhit. Also, erste Equip geht an die Götter und wir haben auch keinen einzigen Mann verloren. Gut fürs Geld. Scheint ein schneller Argo zu geben. Bombe an der Action down und seine Mates sind halt super weit weg. Keine Reflex da. Ja, gerade noch eine Frage in den Kommentaren. Ist Score ab 16 oder ab 18? Weißt du das? Ist glaube ich ab 16. Hat meines Wissens nach keine ab 18, ne? Und hat ja zum Glück auch keine deutsche Version bekommen. Also musste nichts geschnitten werden oder sonstiges. Finde ich auf jeden Fall auch gut. Dass wir nicht so ein Crap haben wie ein Source oder ein Sex. Weil wie grünes Blut gibt und sowas. War das eine Privatfrage oder Kommentar? Nee, in den Kommentaren vorhin. Auf Twitch oder Readmore oder wo? Readmore unten. Ah, okay. Jules sind gegen 3. Oh, schöner Schuss. Alter, die Bombe nicht. Die liegt immer noch in der Action am L. Predix hockt quasi auf ihr. Oh, Jules will auch die Arbe safen. Hat keine Anstalten zur Bombe zu gehen. Das ist die 9. Runde. 2 in Folge geholt, diesmal nur 2 Waffen verloren. Ne, 3. Aber das Geld dürfte locker reichen. Geld um zu droppen, alles. Ja, eine oder zwei können sie droppen. Oh, eine kann einfach kaufen, der andere kriegt gedroppt. So, das reicht doch so. Alle unterwegs Richtung A.
Weiß nicht, irgendwie Vielleicht TT jetzt hat kommen. irgendwie immer dasselbe. Die haben nie so wirklich Kontrolle, oder? Finde ich. Auch wenn es jetzt Groß. eine Echo war, aber. Was ein komplett Eco. Also der eine hat Ja, ja der nicht die eine hat ja nur gesavte nicht. Arve. Ja, guck aufs Geld war Echo, oder? Ja, doch. Ja. In der ATT lässt irgendwie viel zu viel Platz. Die kontrollieren nie die Mitte oder Ja. irgendwas. Dann hier ist eigentlich gehen, wo sie wollen und alles ausschließen. Mal schauen, vielleicht machen sie jetzt was über die Mitte. Müssen sie es mit Danny Bash aufnehmen. Jules mit dem A-Fake. Der Rest Richtung B. Fraglich, ob das offensichtlich A. Bei Onspot schon Oh, B. Flash. Ah, Seele ist blind. Oh, der T. Ah, jetzt macht den erst. Was sind die am Schieben? Mit oben noch das Duell. Was? Das war niemals Headshot von Danny Bash. Der sah ja seltsam aus. Aber Kühl steht noch. Predix auch noch. 11-11. Also irgendwie so richtig ein Durchkommen ist hier für Thermaltake nicht. Oder bei Thermaltake? Bitte? Echo jetzt. Kurz durch. Ja, ist noch in der Mitte Keller versammelt, rein, weil. oder? Ja, wollen Döner Abboosten. essen. Hast du es gesehen? Bist du drauf? Bei Sidi? Bei Nette. Nee, Spini? nee, bei Slam Dunk. Nette Headshots Nee. gerade. Nee, leider nicht. Weil das ganz grummeliges Nebengeräusch. Ist weg. 2 gegen Echo. 3. Aber Bombe ist drauf. Eins gegen zwei. Kai hat die Bombe. Gehen aber ATs machen ganz es gut, die gut. T. Ja, machen es gut. Zeigen sie sich TTs. nicht dumm. Warten, bis der Plant kommt. Sie hören es ja. Ui. Er hat schon die richtige Kiste. Hat er Visier. einen Hit gegeben, nee, oder? Nee, nicht das Schlimmste. Ah, schön rumgezogen mit dem Plant-Sound einfach auch. Sehr schwierig, die Bombe seine zu legen. Also eigentlich unmöglich. Tja, sind die Götter wieder in Führung? Terrors haben, glaube ich, Eco, oder? Ne, da sehe ich eine AK-Brücken, noch eine AK. Ich bin ja wieder in Anti-Eco-Runde an der Action. Einer diesmal aber nur Haus. Kai in der Mitte. Ja, nur Kai in der Mitte. Oh, da gibt's Flashes von der Mitte. Ich glaube, die zweite ging nicht auf. Spiele Und steht aber wieder. drauf. Bitte lass noch Duell. Sein Todeskampf in der Mitte. Wieder Unterzahl für TD Dragons. Haben beide angesagt, haben sie eigentlich. Ja. Haben aber noch gut HP und ein CD ist low. Das Problem ist halt CD Base. Ach, schöner Molly in die CD Base. Gibt ihm vielleicht die Chance zu legen. Boah, 5 HP, sehr der eine schön. CT, Das war down. der Lower. Jetzt einfach safe legen an den Kisten. Er kann davon legen, genau. Sein Mate deckt ihn, sehr schön. Dann kann der CT wenig machen. Sehr gut gemacht, gut runtergespielt. Da ist wieder der Ausgleich, 12 zu 12. Wenig Geld ein müssen legen oder schauen, ob sie kaufen. Ja, machen sie. Einer wohl nur mit Farmers dann. Oh, sehr, sehr knapp bei erster Map.
dann eine Bedrängnis gesetzt. Bombe ist Action. Da sieht man es wieder. Er kann jetzt einfach im Haus bis zu T-Bass durchgehen, weil die kaum Kontrolle haben. Ja gut, sonst war eigentlich immer einer im Haus. Das ist ein bisschen... Achso, du meinst B-Haus? Ja. Ah, okay. Ja, das stimmt. Da ist eigentlich nie einer. Hast du recht. Ja, merkt man, dass sie sich aufs Spiel ein bisschen einstellen. Auf den Aufbau von Thermal Take. So, 4 Mil gegen 2. Schöne Hits, schön rausgezogen von Sam Lang. Da gehen die Dragons wieder in Führung. Mann, Mann, Mann. Und Cities sind wohl oder übel gezwungen, Eco einzulegen. Vereinzelt vielleicht gleich Deagles, aber sonst kommt da nicht viel bei rum. Weiß nicht, das ist auch, der hat, einer hat irgendwie 4K und kauft dann so auf 1,6 runter in der Eco. Vielleicht immer noch nicht wirklich viel Geld. Der Predix? Ja, der hatte echt viel, was hat er denn gekauft? Keine Ahnung. Eagle, also ein Molotov, das kostet halt dann wieder 800. Ja, ja, klar. Brauchst du nicht, finde ich. Kann eh keiner durch. Richtig. Vor allem, wenn er so weit oben liegt. Wenn du musst ihn halt so offensiv reinwerfen, dass die T's schon drinstehen. Das ist noch ein Headshot. Speedy steht auch. Boah, da war es nur noch ein T. Gegen 2, Chemo gegen 2, Bombe liegt direkt neben ihm, sollte er vielleicht holen. Ah, vielleicht der Move da an den Strom messen. Boah, da holt sie echt die Eco. Vielleicht hat es der Molly doch gerissen. Dass sie sich da nicht. Ich glaube, der Mensch hat er, glaube ich, nicht gemacht. Nee, ich ja, weiß. Ich finde es ja halt generell auch irgendwie nach Eco nicht so sinnvoll. Also meistens. Das ist halt auch kostet so. Halt schon viel. Du hast halt Feuer vor dir und. Kannst halt nicht vorgehen, einfach. Bringt dich schon ein bisschen raus. Oh, jetzt sehen wir das erste Mal einen Split. Das ist leider ein Eco. Also, Dragons sind leider in den Ecos innovativer als in den normalen Runden. Ja. Bisschen hoch. Wird gut abgelenkt, aber. Denn ich passt auf. Spiel die auch da. Also ich hätte den zweiten nie im Leben noch gehabt. Counter-Terrorists win. 14-13. Also T sollte es auf jeden Fall mal Richtung B versuchen. Vorhin haben sie da auch die Runde da gewonnen, glaube ich, ne? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren es nochmal B und dann sind sie draufgekommen. Ja, einfacher A-Split. Bombe baut aber wieder A auf. Ich glaube, Kai soll wieder flashen. Über das Dach dort. War abgesmoked. Ja, die Smoke ist auf jeden Fall cool von der T-Base direkt zum Connector. So, First Fact fällt. Spiel die tot. Und da gibt es auch direkt den Go. Unten am Holz müssen sie dann aufpassen. Jules ist blind, Predix stirbt, Spot somit frei, müssen CD-Base jetzt eigentlich gegen Flächen legen. Sehr schön. Oh, schade. So, Kai ist Connector drin, somit kann Slam Dunk auch dahin legen. CD-Base bekannt. Sehr schön, 14-14, sehen wir vielleicht sogar die erste Overtime des heutigen Tages. Schauen, ob sie kaufen oder auf Overtime spielen. So aus, als ob sie durchkaufen. Die Götter meinst du? Ja. Ja, alle auf so null gekauft werden. Jetzt gehen sie B, oder? Nee. Ganz komisch aus dem Radar immer. Wieder 4 vor A. Soll wohl wieder der Go werden. Ja, Kai wieder mit da allein. Speedy mit G.
gegen Flash und Deagle. Boah, das ist ein Headshot. Also er macht schon komische Headshots, muss ich sagen. Zumindest sieht es bei mir so aus. Ja, doch, teilweise. Kann natürlich ein Specbug sein oder sowas. Also gerade schreiben mich schon die Ärzte in Steam an Predix Aimbot. Predix? Der ist keine Ahnung. Gar nicht aufgefallen. Außerdem dachte ich, du bist Steam offline. Hm? Ja, ja, das ist ein anderer Account. Also. Aha. Jetzt bin ich auch wieder offline, ich muss nur gerade was checken. Tja, und dann macht's Predi klar. Predix. Die ist aber nochmal mit Geld, mal schauen. Ja. Das könnte durchaus in der Overtime kommen. Einzig Slam Dunk, der kein Geld hat. Wohl wenig Equip. Deagle spielen. Mal schauen. Ach, kein mit First Strike, mit AWP sogar. Wieder dieser Aufbau, eine Haus, drei Action. Und B, wie sieht's B aus? Ganz defensiv, also wird auch nie B Haus gepusht. Trotzdem gewinnen sie immer die Runden am A. Sagt natürlich auch was. Oh, spiel die richtig blind. Predix mit einem. Spiel die müssen sie jetzt absmoken. High down. Ja, 3 und 3. Oh, 3 gegen 3 und er pickt die Arbe. Smokes werden jetzt entscheidend. Aber Bobbe kann immerhin gelegt werden. Vom Geld her glaube ich nicht, dass sie so viel Smoke noch haben, oder? Ja, so ein paar hatten auf jeden Fall 4-5k. Da ist eine Smoke drin. Slam Dunk mit guter Pflege angesagt. Ja, anscheinend. Dann ist er dann blind. War er auf Slam Dunk? Keine Ahnung, warum er blind war. Ja, schön, die Flex fallen, das wird die Overtime. Da ist es. Guck mal nach, ich glaube MR5 10.000, ach 16k oder so. Ja, irgendwie sowas. Guck mal eben. Ganz kurz nach. Overtime. Da steht natürlich nichts in den Regeln. Ich frage mal, aber kannst du mal fix nachfragen? Ich würde ungern. Ja, ich guck gerade, ob ich das finde. Weil mein Spiel läuft super. Frage eben im IRC nach. Sechzehn K wird hier geschrieben. MR5. Ja, MR5, oder? Ja, MR5, 10K. Frag gerade im IRC nach. Also MR5 ist auf jeden Fall Standard ESL. Startman, die weiß ich gerade nicht. Kann gut und gern 10.000 sein. Also wie hoch jetzt? 10 oder 5? 10 antwortet noch keiner, also. Start man den nicht. Ohne, warte mal. Ah, das ist 10.000. War dann Abfahrt. Ich habe jetzt 10.000, ne? Jo. Also, der ihr. Ne, ne, MR5 16k schreibt gerade Cartman. Moment, 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 Moment. Also MR5 16k. So, jetzt
Das ist eingestellt. Ja, ist drin. MR5, ne? Jo. Dann. Dragon spawnen hier kaum um. Drei wieder mit einer Mitte. Drei Action, eine Haus. Smoke zum Connector. Oh, schöner Headshot von Chemo. Speedy. Den zweiten konnte er leider nicht setzen, macht aber 4 Damage, kriegt den Assist. War Ausgleich 3-3. Oh, Juicen sollte es defensiv spielen. Keine Rolle. Schöner Frag. Oh. Seele Gas drauf. Alleiniger Spieler gegen 3 mit dem Kit. Uiuiui. Hä? Wie hat er den zweiten gemacht? Boah, krasse Headshots irgendwie. Ja, dass er dann noch beiholen kann. Ja. Hast da die Runde geholt, den anderen auf 18 AP geschossen. Das sind Fat Dragons. Der Standard. Kai legt an. Mit First Track belohnt. Hat aber auch irgendwie Anschuss bekommen. Aber Speedy ist A-Haus durch. Boah, der kann jetzt gefährlich werden, wenn er keine. Seele ist auch schon mega weit B vor. Also eigentlich hat gute Kontrolle jetzt auf jeden Fall bei CS Götter. Sehr schön. Down. Weil noch Uno eigentlich Vorteil ist bei den Göttern. Ja, wenn sie es einfach Action weiter abflächen. Boah, schade, Kimo. Sind wir 20 HP noch? Aber Bombe ist auf Spot. Würde vielleicht versuchen, mindestens noch die Bombe zu legen. 3. Oh, er lässt sich jetzt einfach zu lange Zeit. Bomb plant wird immer unwahrscheinlicher. Zieht es auch einfach rum. 1:1. 3 Runden stehen noch aus. Zweiter mit V-Inf, glaube ich, ne? Und dritte D2. Jo. Gerade beim Alternate-Spiel vom Zwischenstand. Gamp gegen Alternate. Ja. So aus, als ob Gamp die erste Map holt. Okay, was? Ja, Alternate aber auch heute mit einem Ringer. Also. Hm. Finde ich komisch, dass wir das. Das sind ja die Source-Spieler bei Alternate, ne? Ja. Ja, die anderen, da fehlt einem noch Thruster, deswegen haben die heute nicht mitgespielt. Ah, okay. Oh, schade. Hätte ich gern gesehen, mit Baba, Trouble und so. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, klar. Ja. Okay, gut. Weil das andere Alternative halt irgendwie auch, also mit Trouble und Baba halt auch irgendwie der Megamix ist. Da kann man, glaube ich, also nicht. Ich habe mit dem einen gesprochen, der meint irgendwie, die haben zweimal trainiert oder so. Ich glaube nicht, dass man da so krass viel erwarten kann. Halt guten Einzelskill, aber sonst so. Ja, trotzdem. Ja klar, ich denke schon, dass die durchkommen. Die Namen sind halt trotzdem immer nett zu lesen und ja. Ja, da Trubly, Barbar, dann Frosch, Truxien, wer war da noch? Boah, Trubly, Barbar, keine Ahnung. Irgendwelche Sourcer, ne? Ja. Frag mich. Ich glaube, dieser Memphis oder so von der MTW, kann das sein? Nee, nee. Die nächste Runde. Och. Na, jetzt CSGO-Götter schon Tier ist. TV keine Ahnung, wie die. Sie decken halt einfach nicht nach hinten. Boah, da hat keiner Fokus. Kommt doch der erste Frag. Ja, Twin City, da ist wirklich das so komisch. Oh Mann, oh Mann. Jules sind von hinten, Mann. Und Slam Dunk stirbt auch. Letzte Team am Spot. Hat keine Bombe. Oh, nimmt noch einen mit.
Oh, die AE kann wehtun. Boah, schade. Kein einzigen Damage. Den. Kommt jetzt an die Bombe. Er kommt echt weg. Krass, er geht sogar noch mal ins CDBS. Zu legen. Also er arbeitet sich wirklich Vorteile, hat sogar noch eine Fläche gepickt oder hatte noch sogar eine. So, ah, die Pose gefällt mir jetzt nicht. Sehr gut, das ist besser. Nein, jetzt hat er sich verraten. Hat sich zu Flash früh verraten. Oh, ja, Flash dich selbst. Die Flash. Oh Mann. Aber trotzdem er zählt hier irgendwie ohne Netz. Boah, schön. Schöner Headshot, 3:1. Also Overtime sieht schon mal ganz gut aus. Steht. Wie das B-Haus durchgepusht, also oh, kann echt festhalten, Dragons haben eigentlich nie B angespielt. Immer nur A. Aber wieder ein 3 gegen 3. Schöner Schuss, auch wenn der CD ein bisschen komisch offensiv stand. Aber diesmal hat Slam Dunk auch nach hinten, also sie stellen sich schon ein bisschen ein. Ja, es kommt schon. Schöner Molly. Verzögert natürlich die CTs beim Retake. Bei einer Schräg, oder? Oh, Seele hat keine Muni mehr. Und 4 hat auch keinen Kit. 4:1, schöne Overtime für Dragons. Zwei Runden werden sie wohl holen. Ah, sag das mal nicht. Was sie hier rumstressen, Mann. Das kann ich nochmal 3 machen. Also 4:1 war's. Gucken, ob sie wirklich schaffen, zwei Runden zu holen. Aus. So. Und Überraschung, sie spielen weiterhin ihren Go. 2 Mitte 3 B aus. Immer schon wieder Tunnelkeller drin. Als die hinter die. Jo. Die Bombe kann er vielleicht noch kriegen. Oh, ja, hat sie. Er hat Seele geholt. Am Gegenflächen. Okay, immer noch gut am Fighten da hinten. Kann sich eigentlich wieder wegziehen. Ah, jetzt der andere off. Gar blind beide. Boah, der zieht echt mit USP rein. Aber kurz durch, Action durch. Boah, oh Gott, der letzte. Sehr schön, Kemo. Aber Speedy noch am Leben. Bomb ist immer noch B-Haus down. Wird aber gut defended. Dani Bash auch noch mit 9 HP. Ersten. Also jetzt soll man die Bombe holen. Das habe ich gerade weggeswitcht. Passiert die Flex 2 gegen 2. Slam Dunk geflasht. Speedy liegt safe. Slam Dunk muss es jetzt eigentlich machen. Macht den ersten. Der zweite ist on spot. Der hat die Bombe gelegt. Boah, Speedy würde jetzt. Beide low. Oh, der zählt ihn nur mit AWP. Weißt du, ob die Spotkiste ist die bangbar? Ich weiß nicht. Boah. Krass. Also, wie sie die Runde noch holen konnten. Unglaublich.
die Bombe mehr schlecht als recht oben verteidigt. So, diesmal jetzt wieder B durch. Jules aber mit First Track. Innovativ ist es hier auf jeden Fall nicht. Abwechslungsreich auch nicht. Effektiv scheint es gerade auch nicht zu sein. Kann man jetzt doch da unten rum. Bombe geht alleine, switch jetzt. Ja, Glück an beide Ansagen. Chemo läuft da rum und spielt instant wieder Headshot. Da ist es. Die zweite Overtime hat Thermaltake Dragons schon mal sicher. Eine Runde noch und es geht auf die Inferno. Ganz kurz getappt. Ich spiele die Faked kurz in Rest Richtung A unterwegs. Ich ist kaum. Da ist nur einer am Balkon. Oh Gott. Dann der Switch. Oh, er kommt nochmal runter. Sehr schöne Runde. Und jetzt nur noch die Mitte mit dem ersten. Gegen zwei noch. Bombe liegt auf A. Clear aber direkt vor seiner Nase. Hat beide gesehen. Ja, ich kann wehtun. Klü schiebt sich weg. Der ist ja auch bald noch mit 100. Ja. Also hier sollte nichts anbrennen. Und da macht's Klü, glaube ich. GG, erste Map geht an Dragons. Wir sind gleich zurück mit der zweiten Map. Die Inferno.